25 Fragen an Carsten Linnemann. Guten Morgen. Guten Morgen. Es ist jetzt 6:45. Bist du immer so früh am Joggen? Ja, weil die Termine halt hier früh beginnen in Berlin. Coole Schuhe hast du. Danke, hat mir Friedrich Merz auf dem Parteitag geschenkt. Hast du eigentlich eine Lieblingsuhrzeit am Tag? Ach, ich finde schon so nach 22 Uhr gibt es kaum noch Nachrichten, neue, und dann kann man ein bisschen entspannen, ja. Worin bist du richtig gut und würdest jeden Wettbewerb gewinnen? Oh, was heißt jeden Wettbewerb? Ich habe im Anhaus einen Kollegen, der heißt Philipp, mit dem kicker ich immer, und es hat noch nie jemand gegen uns beide gewonnen. Noch nie. Bitte beende den Satz. Ich bin immer wach. Wie kriegst du am besten den Kopf frei? Ganz klar beim Joggen, ganz klar. Welchen Podcast hörst du gerne? Ach, unterschiedliche. Am besten finde ich diesen Einfach mal machen Podcast. Das ist dein Podcast. Was würdest du denn als erstes machen, wenn die CDU wieder regiert? Ich würde Überstundensteuer freistellen, weil das kannst du ganz schnell machen und du hättest sofort eine Sache, wo die Leute sagen, ja, jetzt passiert was. Gibt es ein Argument, das du nicht mehr hören kannst? Ja, was heißt Argument? Aber dieses, wenn einer sofort sagt, es geht nicht, weil, das kann ich nicht mehr hören. Mal angenommen, du wärst Fußballer. Welche Position würdest du spielen? Also in der Jugend habe ich immer Mittelfeld, meist rechts gespielt. Dein Lieblingsverein ist? Der SC Paderborn. Wenn du einen Spieler für deinen Verein kaufen könntest, Geld spielt keine Rolle. Welcher wäre das? Oh, Fülle. Fülle zum SC Paderborn. Halt. Sag mal, was wäre eigentlich dein Name, wenn du DJ wärst? DJ GS. DJ GS, das ist gut. Was ist das beste Fußballspiel deines Lebens? Ich hatte in der Jugend mal im Spiel, da haben wir 2-1 zurückgelegen und dann habe ich wirklich, ich war jetzt kein super, super Fußballer, aber ich glaube so, okay, das 2-2 und das 3-2 gemacht. Da weiß ich noch, wie mein Papa da stand und dann eine Kiste, was war das damals, Fanta und Wasser ausgegeben hat für die Mannschaft. Was ist die Wurzel aus 81? 9. Ich habe hier einen Fußball für dich. Ja. Wie oft kannst du den hochhalten? Weiter. Du hast VWL studiert. Wo hilft dir das im Alltag? Bei vielen Sachen, gerade wenn es um Zinsen, Leitzinsen geht, Wechselkurse, bei den volkswirtschaftlichen Sachen. Hast du eine Eigenschaft, die typisch ist für einen Paderborner? Stur, aber immer herzlich. Welches Sprichwort ist typisch Paderborner? Wo kommst du weg? Ist kein Sprichwort, aber. Mal angenommen, du schaust Fernsehen. Bei welcher Sportart schaltest du sofort um? Ringen. Wie viele waren das jetzt? Weiter. Wie lautet der Name einer deiner WhatsApp-Gruppen? Berlin Runners. Hast du nicht mal geschaut, wie hoch deine tägliche Bildschirmzeit ist? Meine Bildschirmzeit, ja. Zwischen 8 und 9 Stunden. Wie bereitest du dich auf Reden vor? Auf Reden? Ich nehme einen DIN A4-Zettel und male da irgendwie Dach, Säulen, Fundament. Und dann stelle ich mir bei einer Rede das Bild vor. Letzte Frage, was steht bei dir heute noch an? Heute Abend habe ich ein Skat-Spiel mit meinen Freunden in meiner Heimat. Alles klar, das waren 25 Fragen. Danke.